Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play namens Minecraft Hardcore. Ich habe mal ziemlich Bock bekommen, mal ein Hardcore-Let's Play zu machen. Sprich, es ist einfach mal Minecraft, ganz normal, Standard. Aber die Spielmodi ist nicht einfach Survival, also Überleben, sondern Hardcore. Also es ist die höchste Schwierigkeitsgrad, die es gibt. Und wenn man einmal stirbt, kann man nicht mehr wiederbeleben drücken, sondern die Welt wird automatisch gelöscht. Und ja, man muss hier einfach mal sehr lange überleben. Und ich will mal gucken, wie lange ich wirklich durchhalten werde. Und ja, ihr seid einfach mal so dabei. Und ich habe natürlich mal diesen Ultra-Shader reingepackt, weil ich finde, er ist einfach mega geil, ne? So. Und bevor ich jetzt wieder groß laber, fange ich da einfach mal direkt an, etwas Holz zu sammeln, bevor es gleich wieder dunkel wird. Ne? Weil sonst habe ich wieder Probleme mit den Zombies oder mit den Herr Creeper. Kennt ihr alle bestimmt, oder? Ich meine, das ist eigentlich hier bekannt. Und ich würde dann heute gerne mal ein paar Fragen von euch vorlesen und antworten. Und eventuell sogar ein paar Fragen an euch stellen, die ihr eventuell beantworten könntet in den Kommentaren, was nett wäre. Und ja, ich mache mal ganz kurz, bevor ich jetzt hier wieder... Moment, ich muss erstmal hier wieder YouTube aufmachen, damit ich eure Kommentare mal sehe. Die ihr mir... Also ein paar Fragen, die ihr mir gestellt habt. Waren nicht wirklich so viel, aber egal. Trouble in Mineville. Oh, 19. Oh, 19 Likes, Alter. Wie ist das? Alter. Okay. Okay. Meine Frage. Hey Kalex, hast du eine Freundin? Nein. Und da war noch eine Frage, wie sieht es mit meiner Facecam aus? Mit der Facecam, keine Ahnung, also vielleicht mal, wenn ich irgendwann mal als Abo-Special, sag ich einfach mal so, 1000 Abonnenten vielleicht mal, wenn ich das irgendwann noch erreichen würde, 1000 Abonnenten irgendwas zu erreichen, dann würde ich sogar vielleicht eventuell bald Facecam machen, nur wenn ihr es halt natürlich wollt, nicht wenn ich jetzt Facecam mache, dass ihr auf einmal sagt, Facecam? Bah! Facecam never! Na so. Sehr doof für mich, wenn ich jetzt Facecam mache und ihr sagt, nö. So. Okay. Mach ich erstmal hier so ein Spitzhacke. So. Und einen Schwert. Irgendwie gefällt mir dieser Shader nicht. Ich packe jetzt einfach mal diesen etwas helleren rein. Der sieht noch etwas besser aus, finde ich. Ja, der sieht ziemlich... Ja, geht. Ich guck mal noch ein paar andere hier. Ist auch eigentlich ganz okay, finde ich. Ja, der ist aber mega scheiße. der ist richtig geil. Also meiner Meinung nach ist aber... Oh, der ist verbuggt. Mist. Egal, dann lass ich jetzt einfach mal... Wie findet ihr den Rudo Place? Ja, ich lasse jetzt einfach mal drin. Und... Ja. Gut, dann nehme ich mal mit hier. Kann man ja mal gut gebrauchen. Und ich mache mich jetzt auf die Suche nach etwas Stein. Und oh, ich lese ja nur ganz kurz noch eine Frage vor. So, das ist glaube ich die letzte sogar schon. Ach ja, was ist dein witzigstes, schlechtestes und bestes Spiel? Mein, witzigstes ist, finde ich, Super Mario. Mein schlechtestes habe ich gar nicht. Und mein bestes finde ich Minecraft und GTA San Andreas Multiplayer. Und ich will sogar vielleicht bald, falls ihr es kennt, GTA San Andreas halt ein Multiplayer. Mal Let's Playen, wenn ihr wollt. Einfach mal so ein paar Server testen, aber nur wenn ihr wollt. Also, ich weiß, es ist zwar ein Minecraft-Kanal, aber mir macht dieses Spiel einfach so viel Spaß. Aber es kommt ja darauf an, ob ihr es wirklich auch schauen würdet. Nicht, wenn ich das jetzt hochlade und ihr denkt euch, ja, boah, ist ja voll langweilig. Erst direkt disliken oder so, ne? Also, was hält ihr eigentlich von Minecraft? Geht das anderes Multiplayer? Soll ich das Let's Playen oder meint ihr, ist scheiße? Ne? Also es liegt an euch, ihr könnt mal gerne diese Frage beantworten. Ich würde mich natürlich jedes Mal auch mal über zahlreiche konstruktive Kritik und Bewertungen und Kommentare freuen. Und ja, gut. Die beiden da muss ich natürlich nochmal holen, damit ich etwas Wolle bekomme, damit ich mir ein Bett zaubern kann.
ne, zaubern, nicht machen. So, eine Wolle habe ich schon mal. Die zweite habe ich jetzt auch schon mal. Boah, ist irgendwie laut hier. Moment. So. So, ja, ist okay, ist gut. So, ja. Ich kann nicht mehr rennen, leider. Du bist tot. Nein! Oh. Egal. Ich versuche gerade diese Aufnahme zum dritten Mal zu machen, weil ich einmal auch genau, da bin ich direkt nach 10 Minuten gestorben. Das zweite Mal war mein Mikrofon nicht angeschlossen und ich hoffe, es ist jetzt angeschlossen. Nicht, dass jetzt auf einmal das hochladen und man hört mich nicht. Ja, ne? Ist so. So, jetzt stirbst du mal. Und ich will mal wieder wirklich aktiv Videos hochladen, sprich 2 Videos pro Tag. Oder meint ihr, soll ich lieber ein Video pro Tag hochladen oder lieber 2? Was hält ihr denn davon? Was ist, finde ich, für euch jetzt besser? Also für mich ist das zwar egal, ne? Also ich würde auch 2 uploaden, aber das Problem ist ja, wegen meinem Internet kann ich ja meistens nicht, oder halt, weil ich sehr lange Schule habe. Halt. Sprich, ich gehe um 8 Uhr zur Schule und komme dann um 16 Uhr wieder nach Hause oder 16.20 Uhr. Und dann habe ich nicht immer so viel Zeit, aber falls ich irgendwann mal so um 13 Uhr kommen sollte, dann würde ich dann eventuell sogar auch, 2 Parts hochladen. Aber das Problem ist, ich will auch wirklich, Videos hochladen, die auch wirklich sich lohnen, also, gute Let's Plays, also, ne, gute Survival Games Videos und, ne, ja, nicht besser, gut, ja. Da hinten waren noch Kühe, die hole ich mir mal ganz schnell. Ach, scheint ja noch rennen, stimmt. So. Leder wäre auch nicht schlecht. So. Nicht abhauen, nicht abhauen. So, okay, gut. Reicht eigentlich auch schon wieder. Jetzt schon mal etwas ganz, ganz, ganz schnell hier etwas Stein holen. Da ist sogar etwas Stein. So. Und ich hoffe, meine Hintergrundmusik da ist nicht zu laut. Das hört sich bei mir sehr laut an, aber meistens ist es mal so leise und dann beschweren sich die meisten von euch mal so, ja, ist viel zu leise. Oder du hast überhaupt keine Musik im Hintergrund, das ist voll langweilig und so. Obwohl ich das hab, aber das hört man meistens nicht. No. Also ich bin wirklich gespannt, wie lange ich jetzt hier überlebe, wenn ich das jetzt nach einer Folge wieder sterbe. Das wäre mega langweilig. So, reicht eigentlich auch schon. So, zweimal so ein Ofen. Ich habe noch nicht mal Kohle, brauche ich alles gar nicht. Steinschwert wäre gar nicht mal so schlecht. Und eine Stein. Ach, Mist, egal. Ich brauche erstmal noch hier so ein Dings. Ein Stock. So nochmal. Steinspitzhacke. So, dann habe ich jetzt so eine Steinspitzhacke. Spitzaki. Und ich kann nicht mitnehmen. Jo. Wäre gar nicht mal so schlecht, wenn ich irgendwo mal Eisen finden würde. Ja. Gut. Dann noch meine nächste Frage, soll ich mein Texture Pack wechseln? Soll ich jetzt einfach das hier behalten oder doch lieber auf Swex wechseln? Oder Swex, wie ihr es halt nennt. Was findet ihr, lohnt sich mehr? Weil ich schaut das ja nicht ich, deshalb will ich lieber eure Meinung wissen. Mann, ich will Eisen finden, Eisen. So, etwas essen hier, sonst verrück ich gleich wieder. So. Ich brauche ohne Witz Eisen. Ich grab mich jetzt einfach mal runter jetzt gleich. Hier irgendwo. Oder? Geil! Eine Schlucht! Wie geil ist das denn? Cool. Eine Schlucht gefunden. Und... Oh, das war knapp. So. Cool. Kohle auch nochmal gefunden hier. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier runter zu springen. Boah, ich dachte, ich finde diese Folge gar nichts. Aber anscheinend schon. Geil.
So, Kohle, Kohle, Kohle. Ich liebe das einfach nur. Jawohl, Eisen. Besser kann es gar nicht laufen gerade. So. Boah, geil. Ohne Witz, geil. So. Dann noch ganz viel. Ich hätte vielleicht sogar mit 2, 3 gerechnet, aber anscheinend fast 6 Stück gefunden. So, Kohle nehme ich dann natürlich alles mal mit. Kann man immer gut gebrauchen. Und es wird langsam dunkel. Mist. Ich brauche auf jeden Fall irgendwo einen Unterschlumpf, sonst wird das alles nichts. Dann sterbe ich gleich wieder. So. Schnell alles mitnehmen, bevor ich jetzt gleich wieder durch einen Creeper attackiert werde. So, ist hier irgendwo was? Nein. Gut. Dann mache ich einfach mal Fackeln. Geil, noch mehr Kohle. Nehme ich alles natürlich mit, auch wenn es etwas lange dauert, aber es wird sich auf jeden Fall später lohnen. Da muss ich nicht irgendwie 1000 Mal nach Kohle suchen. So. Alles mitnehmen. So. Ist hier irgendwo Eisen? Nein. Noch mehr Kohle. Alter. Nehmen wir mal alles mit hier, ne? Kann man ja immer gut gebrauchen, wie gesagt. So. Aber ich glaube, das reicht dann auch wiederum. So. Hier alles mitnehmen schnell. Dann war es das auch mit diesem. Mit dieser Folge. Außer ich finde hier noch gleich irgendwo Dias oder so. So. Hier erstmal ganz schnell gucken. Gar nichts, außer etwas Kohle. Nehme ich mal alles hier mit. Ach, Eisen ist das noch. Das ist Pflasterstein. Oh, Moment. So. Und dann hier nochmal alles mitnehmen. Danach beende ich die Folge auch mal. Und ja, gut. Geil. Wie viel Kohle ich schon gefunden habe. Ohne Witz, mega geil. So. Gut. Hier nochmal schnell alles. Dann war's das auch. Sonst verrecke ich gleich wieder. So. Okay. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Lasst einfach eine positive Bewertung da. Oder, ja, falls es euch gefallen hat. Und ich würde mich über konstruktive Kritik natürlich immer freuen. Damit ich mich natürlich immer verbessern kann. Und ja, bis zum nächsten Mal. Mach's gut und ciao, meine Freunde.